schändliche, widerliche, stinkende Existenz. Das ist ein bisschen sehr hart. Ich kämpfe für das Wohl von Fauli, ihr Pflaumen. Der ist nur am Pöbeln über uns, hört ihr das? Oh, ihr könnt mich nicht erledigen. Das weiß ich sehr effektiv zu verhindern, indem ich euch erledige. Ja, tut mir leid. Und du suchst jetzt bitte ewigen Frieden im Jenseits. Dankeschön. Und noch eine teuflische Kiste. Dammit, 1 Zentimeter zu kurz. Ihr habt mich noch nie gesehen, ihr kennt mich nicht. Ihr wisst nicht, wer ich bin. Ja, können wir eigentlich... Obwohl wir einen maximalen Fahndungsstatus, will ich lieber kein Rennen durch die Stadt machen. Das könnte eventuell ein bisschen wehtun. Ich glaube, ich mache erstmal die Auftragsdaten fertig, reduziere dann unseren Fahndungsstatus und kümmere mich dann um Rennen und Kuriermissionen. Weil wenn aus allen Ecken und Enden Wachen geschossen kommen, gestalten sich diese Rennen als teilweise etwas schwierig. Das sag ich jetzt einfach mal. Oh, wo wir gerade mit dem Fahndungsstatus sind. Hier ist ein Steckbrief. Und weg ist er. Habe ich da unten nicht noch irgendwas gesehen? Bitte? Ich gebe dir auch, guck mal hier, wie ich dir gebe. Huch, da seid ihr alle. Na kommt her, ich habe genug Klingen für euch alle. Aua! Knack! Packt ihn von hinten, ihr seid ja widerlich. Ich fühle mich etwas in die Ecke gedrängt. Dass die auch nicht abhauen, wenn die sehen, wie ich ihre Kollegen hier massakriere. Das ist wirklich... So, war es das jetzt wirklich wert, Leute? War es das jetzt wert? Kann ich eigentlich von denen Medizin plündern? Ab einem gewissen Spiel geht das, aber ich glaube erst ab Brotherhood, ich bin mir gerade nicht sicher. Probiere ich das hier einfach mal kurz. Medizin, geht tatsächlich, cool. Spart ein bisschen Geld, wenn wir das von Wachen plündern. Also viele Wachen, einmal Medizin, das ist ein bisschen traurig. Verbündet euch gegen die Templer, Leute. Das sind die wahren Bösewichte in diesem Spiel. Ich kämpfe für das Gute. Andererseits sind die ja wahrscheinlich alle von den Templern geschmiert worden. Also von daher... Na, alles ein bisschen schwierig. Gnadenlos bin ich in der Tat. Also scheint nicht alles gelogen zu sein, was er erzählt. Anfang einer Verschwörung. Girolamo Riaho, der Herrscher von Forli, scheint etwas zu planen. Eine Gruppe seiner Männer brach in die Palazzo Pitti ein, ermordete mehrere der Bewohner und stahl dabei eine seltene Karte. Die Karte mag verloren sein, aber dafür werden sie bezahlen. Tötet sie, ohne gesehen zu werden. Lorenzo. Tötet die 3 Ziele, ohne entdeckt zu werden. Das klingt ja mal sehr interessant. Natürlich bin ich ein Held. Und wieso kann ich von hier aus keine Luftattentat auf den machen? Das ist ja langweilig. Aha. Warum kommt der mir so bekannt? Shit, war der Falsche. Das war der Falsche. Ich dachte, ich könnte ihn ganz schnell mal in den Heuhaufen ziehen und dort fertig machen, aber war aber nix.
woher? Die widerwärtige Ausgeburt der Hölle. Der Mörder wurde hier in Forli gesichtet. Ist nahtlos und lebt von eurer Angst. Eine Minute, bitte. Bleib dran. Eine schändliche, widerliche, stinkende Existenz. Ob ich die Söldner auf den hetzen kann? Nicht toleriert werden. Verbündet euch! Da! Wohl Pardon, ich wollte nicht respektlos sein. Wirklich. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Der Mörder besudelt die Grundfesten unserer Stadt mit seiner Abwesenheit. Sicher wird es. So werden wir auf jeden Fall nicht entdeckt. Ja, da hinten ist das. Danke und tschüss. Hat er funktioniert. Ablenkung und... ja. Die Söldner haben für Ablenkung gesorgt und wir haben unser Ziel entdeckt, getötet, ohne entdeckt zu werden. Hier sind wieder Söldner. Ich denke mal, das probieren wir also nochmal. Okay, das ist nur ein normales Bataillon-Wachen. Da ist nicht unser Ziel mit drin. Exzellent. Aber da hinten ist unser Ziel. Habe ich euch jetzt dabei? Ja, habe ich dabei. Sehr gut. Bist du Ziel? Nee, du bist nicht Ziel. Aber, Kui, tun wir. Macht euren Frieden mit Gott. Bald werdet ihr ihn treffen. Ich weiß nicht. Nein, shit. Schade, eigentlich war die Idee mit den Söldnern, finde ich, gar nicht so schlecht. Oh, ein Ziel. Moment. Okay, geht nicht. Schade. So, wen brauchen wir? Ihn. Hey, Dude. Ciao. Komm jetzt hier, du willst es doch auch. Ich glaube, es ist aber wieder bei der letzten Mission, die so ähnlich war, dass nur unser Ziel uns nicht sehen darf. Ich helfe mal kurz unseren Freunden hier, dass sie mir weiter folgen. Dann muss ich nur einmal anheuern. Warum mehrfach bezahlen, wenn es auch einfach geht? So, meine Herren. Ich sehe zu, dass ich abhaue. Glaube ich nicht. Du kannst plötzlich hier vorbeigehen. So, das Schöne ist, die Wachen hier werden jetzt auch nicht mehr sofort pissig. Das heißt, wir können auch mal hier so vorbeischleichen, wenn wir wollen. Ziel. Dort hinten. Einen Moment, andiamo. Lass es sich spüren. Da, der Leutnant sagte Osten. Ihr werdet dafür bezahlen, eure Posten verlassen zu haben. Aber warum nicht einfach... Hoffentlich hast du schon deine... Hä? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich war doch im Heuhaufen, er springt raus, ohne dass ich ihm den Befehl dazu gebe und wir werden desynchronisiert. Ach, diese Mission ist doch scheiße. Ich scheiße jetzt ganz ehrlich auf diese ganzen Gilden, ich mach den jetzt so kalt. So, wer von euch ist das jetzt? Der ganz hinten, okay. Hä? Ich muss hier verschwinden. Schnell! Ich muss weg hier. Diese Mission ist bescheuert. Diese Auftragsattentate sind doch ein bisschen kniffliger, als ich sie in Erinnerung habe teilweise. Familien, bewacht alles, was euch am Herzen liegt. Etwa 5 Minuten, schätze ich. Noch ein Freund. Attenzione!
Die widerwärtige Ausgeburt der Na, Hölle! Ich vergesse, was an meiner Schwester angetan hat, Filho di Putana! So, die sind also auf jeden Fall erstmal wieder abgelenkt. Unser Ziel ist hier ganz außen. Und sieht uns nicht. So, sehr schön. Das scheint ganz gut zu funktionieren, wenn wir die Söldner auf die hetzen und uns dann anschleichen, weil dann sind die Kämpfen sozusagen mit den Söldnern und registrieren uns gar nicht. Und wir können sie in aller Ruhe abstechen. Wahrscheinlich dürfen uns die Begleitwachen auch nicht sehen. So, okay, nächster. Das machen wir auch einmal schnell. Dann ist das erledigt. So, ich versuche mal aus einem anderen Winkel an das nächste Ziel ranzulaufen. Ha, das könnte auch funktionieren. Moment. Probiere ich mal. Das könnte Spaß machen. Hauptsache, die gehen uns jetzt nicht bei den Wachen da flöten. Ha. Nein, was ist das? Was ist denn das für eine bekloppte Mission? Wie sollen wir das denn machen? Eine Idee hätte ich noch, die man mal ausprobieren könnte. Rauchbomben zum Beispiel. Ich experimentiere jetzt einfach mal ein bisschen rum, auch für die Zukunft. Das scheint ganz gut zu funktionieren. So, wo ist jetzt unser nächstes Ziel? Da hinten. Rauchbombe ist ausgerüstet, hervorragend. Hey, du Süße! Welch unglaubliche Preise ich anbiete für diese Kosten. Was? Ey, das kann's doch nicht sein. Das kann's doch jetzt gerade echt nicht sein. Gut, aber Rauchbomben scheint mir die effektivste Vorgehensweise zu sein. Ganz ehrlich, kein Bock mehr. Oh Mann, jetzt schneide ich das am Ende auch raus, wenn das hier noch so weitergeht. Mal gucken. So, Ziel tot. So, fertig. Ciao. Ist das nervig. So, wie immer kommt unser Ziel jetzt hier seines Weges. Nein, nicht die. Nein. Den da. Ablenkung. Ey, ich habe eine Rauchbombe geworfen. Wie kann er mich bei einer Rauchbombe entdecken? So, meine letzte sonstige Idee wäre noch Rauchbomben, aber... So. Ich massakriere euch jetzt mal einfach mal alle, sicher ist sicher. Ich habe eine andere Idee. Ich gucke erstmal Nummer 3 an. Die dürfen uns ja, glaube ich, entdecken. Gut, Ziel Nummer 3 ist da hinten. Rauchbombe ist bereit. Den kenne ich doch. Okay, die dürfen uns auch nicht entdecken. Das macht es etwas schwieriger. Aber auch da habe ich eine Idee. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen rum, was sich wie gut für Schleichmissionen eignet. Du
das nicht das Geringste gesehen. Hat euch mein Lied nicht gefallen, Signore? Hat es nicht, nein, jetzt halt die Klappe. Ich habe dringende Termine. Ganz woanders. Ja, ich habe die angesagteste Mode von allen. Viel zu viele Wachen hier, ey. Keine Ahnung, ob das geht. Ah, da ist das Ziel, auf jeden Fall. Und jetzt... Noch einer, der glaubt, er sei das Gesetz. Hoffentlich hat... Hä? Ey, das kann's doch nicht sein. Ich stehe auf dem Dach, werfe dir ein Messer in den Rücken und er sieht mich. Ohne mich anzugucken. Okay. Check ich jetzt nicht, aber interessant. Naja, das Attentat hier wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen länger beschäftigen, weil das irgendwie etwas zu schwer gemacht ist. Aber ich habe Ehrgeiz, wir werden es schaffen. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber... Ja. Wir werden es schaffen, die Frage ist halt nur, wann. Warum springt jetzt plötzlich irgendwie Zivilisten an, Ezio? Sonst geht's dir aber gut, ne? Was macht denn der hier auf einmal alles? Gut, versuchen wir es nochmal mit den Kurtisanen. Ich meine, genügend Fraktionen, die man anheuern kann, gibt es hier ja. Ob das auch aus dieser Menge herausgeht? Verbringt eine Stunde, die ihr nie vergesst. Habt ihr je schönere Frauen gesehen? Auf der Suche nach den Freuden des Stadtlebens reisen. Okay, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. So, dann versuche ich bei dem anderen wieder meinen Trick mit den Rauchbomben. Und den dritten mache ich dann mit dem Luftattentat fertig, weil in dem Moment müsste die Quest ja eigentlich als beendet gelten. Okay, er ist da hinten. Obwohl, ich habe ja sogar noch Kurtisanen bei mir. Forli ist nicht mehr sicher. Schnell nach Hause und schützt eure Familien. So, das sieht doch schon mal sehr schön aus. Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt den mache... Puh, ich wusste gar nicht, dass ich die Rauchbomben noch ausgerüstet habe. Come on, das kann's doch nicht sein. Ich versuch's mal über die Dächer. Gut, auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie wir die beiden ersten beiden kriegen. Also den einen mit Kurtisanen, den anderen mit Rauchbomben. Okay, die dürfen uns entdecken. Gerade nochmal sehr direkt herausgefunden, sag ich mal. So, wo ist jetzt unser Ziel? Wo ist unser Ziel? Dass ich nicht nach unten gucken kann, nervt mich total. Doch, kann ich. Okay. So, da ist unser Ziel. Der gute Herr da hinten. Ist unser Bestreben. Wo ist er jetzt? Ich sehe dich. Okay, dort. Der gute Mann ist es. Wie stelle ich das jetzt am geschicktesten an? Luftattentat geht nicht. Bam! Besser spät als nie. Noch ein Auftragsattentat? Oh, wir haben hier so viel zu tun, Leute. Aber es kann nur noch leichter werden, weil das gerade war richtig ätzend. Aber ich glaube, ich schneide das später nicht raus. Das gehört immer zum Spiel dazu, dass man für Attentate teilweise mehrere Versuche braucht, weil die teilweise echt tricky sind.
Von daher, ihr sollt das ganze Spiel sehen mit allem, was dazugehört. Und das ist zwar jetzt nicht angenehm hier, aber es gehört dazu. Ich besuche die Grundfesten von Forli. Ich säubere die Grundfesten von Forli, von den Templern, Leute. Also echt, ey. Erzfeinde. Anscheinend steckt die Borgia-Familie ihre Fühler nun in Richtung Forli aus. Florenz könnte das nächste Ziel sein. Bogenschützen der Borgia sind auf den Dächern und bereit zuzuschlagen. Eliminiert sie, bevor sie Hilfe rufen können. 10 Schützen in 2 Minuten, alter Schwede. Tja, ja. Ezio, kannst du vielleicht mal... Bleib weg! Ah, okay, die Zeit läuft noch nicht. Die Zeit läuft wahrscheinlich, wenn wir den ersten Schützen töten. Dann fangen wir mal an. Jo. Jetzt läuft die Zeit. Die sind aber alle hier auf einem Haufen, das ist, glaube ich, machbar. Okay, den haben wir auch. Ich frage natürlich, wer von euch ist ein Ziel von mir und wer nicht. Ich glaube, ihr seid gerade alle keine Ziele, von daher entschuldige ich mich bitte. Das geht natürlich auch. Und einmal runter. Weg abschneiden! Dazu, fass ihn! Der nächste. Runter hier, sofort! Er kann uns nicht weglaufen! Der nächste. Hälfte der Zeit rum, es fehlen noch 3 Stück. Ich denke, wir stehen ganz gut da. Und die beiden stehen sogar auf einem Haufen. So, und der letzte. Hallo, Leute. Fertig. Komm her, ich geb dir. Ja, komm her. Habt ihr Angst? Tötet ihn! Der backt da irgendwie fest, habe ich das Gefühl. So, versuchen wir es nochmal. Klingenkonter sind nicht so einfach, wie gesagt. Aber sie sehen dafür sehr schön aus. Noch mehr Auftragsattentate, meine Güte. Lorenzo, was hat er alles für uns zu tun? Sollen wir die Hälfte der Wachen von Forli ausschalten, oder was? Das könnt ihr auch gleich in eine Quest packen. Töte die Wachen von Forli, fertig. Ja, das geht natürlich auch. Auf ihn! Ich komme aus Florenz. Ich bin Florentiner. Entschuldigung. Mir ist gerade gefühlt ganz Florenz in, ganz Forli in Alarmbereitschaft wegen uns. Das gefällt mir. Auf eine ganz verrückte Weise. Nasse Arbeit. Meine Verbindungsleute in Venedig haben mich informiert, dass ein Schiff gesichtet wurde, das in Forli für die Ottomanen nach einer geeigneten Stelle für eine Invasion sucht. Töten Sie die Kapitän des Schiffes. Das klingt einfach. Ein Schiff, ein Kapitän, ein Ziel, ein Toter. Aber das ist ein einziges Ziel. Es gibt ja bestimmt irgendwie einen Haken. Wahrscheinlich kommt man irgendwie nicht so einfach zu dem durch oder... dass sich das Spiel bestimmt noch irgendwas einfallen lassen, um das Attentat ein bisschen zu erschweren. Da ist das Spiel immer sehr kreativ, was das angeht. Habt ihr ja schon live an einigen Stellen hier, vor allem heute, bemerkt. Ja, Ezio, jetzt hängst du da wie so ein nasser Sack. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du vielleicht mal
weiter hochklettern könntest. Ja, jetzt schafft er den Sprung an das Holzbrett. Ja, keine Ahnung. Können wir sogar gleich noch eine Feder mitnehmen. Das ist doch wunderbar. Federn zurück zu Marias Gemach in der Villa Auditore bringen. Machen wir auch relativ bald. Dort haben wir auf jeden Fall schon mal das Bötchen. Da dürfen wir jetzt wahrscheinlich erstmal hinschwimmen. Ganz unauffällig, ein bewaffneter Mann in Umhang, der sich auf ein Schiff zuschwimmt. Aber es heißt ja nicht, ohne entdeckt zu werden, von daher, gib ihm. Ich vermute, er wird da oben stehen. Irgendeine Wache ist schon auf uns aufmerksam geworden. Ich frage mich ehrlich gesagt, welche? Vor allem, sie sieht uns immer noch, obwohl wir schon ein paar hundert Meter weiter sind. Ja, aber die Anzeige füllt sich nicht weiter, also was soll's. So. Ziel. Ziel. Wo ist unser Ziel? So. Das machen wir mal kurz. Ah, da kommt das Ziel. Sehen, vielleicht können wir sogar. Wir können. Keiner gemerkt. Das war ein sehr angenehmes Auftragsattentat, finde ich. War irgendwie nicht allzu schwer. Ich finde, der Posten hier ist etwas näher. Die Gentlemen. Ich bin weg. Ciao. Das war doch mal eine angenehme Mission, wie ich finde. Hingehen, Typ töten, abhauen, ciao. Diese eine ominöse Wache beobachtet uns immer noch. Wer auch immer es ist. Wer ist denn das überhaupt? Die ist unter uns? Was? Ich glaube, wir haben wieder mal einen Bug gefunden. Wie lange ist denn das schon da? Erst seit dieser Attentatsmission, glaube ich. Irritiert mich doch auf die Dauer etwas. Aber wir erinnern uns an die eine Bug-Folge zurück vor 3 oder 4 Folgen, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo wir einen Bug nach dem anderen gefunden haben. Also so ganz bugfrei ist das Spiel hier nicht. Haben wir gerade mal wieder einen leibhaftigen Beweis für gefunden. Bei Ankunft tot. Girolamo Riario will einen Agenten zum Papst schicken. Stellen Sie sicher, dass dieser Agent die Stadt niemals verlässt. Das mache ich doch gerne. Nehmen wir uns erstmal ein Pferdchen, dann sind wir etwas schneller unterwegs. Wenn er zu denn gewillt ist, sich auf ein Pferdchen zu begeben. Können wir Adlerauge vom Pferd? Gut, können wir. Sehr gut. Tja, ich weiß, dass ich heiß bin. Ist der in der Stadt, der Typ? Oder zumindest ungefähr? Ja, ist er. Gut, hätten wir uns das Pferd auch sparen können. Nur jetzt keine Lust, mit irgendwelchen Fraktionen zu kämpfen. Ciao. Und wie ich entkommen werde. Ich kann ihn nicht sehen. Ich werde euch auch mal zeigen, wie sehr ich entkommen kann, nämlich so sehr. Was? Ich kriege ihn! Darfst du es gerne mal versuchen? Ach was. Was?
Ezio! Ich... Ich kann mich gerade nicht bewegen. Guck euch das mal an. Ich backe hier gerade durchs Bild. Oh. Ja, da konnte ich jetzt gerade wirklich nichts für. Ihr habt's gesehen. Da hat mich mal wieder die Steuerung vom Spiel ausgetrickst. Oh, ich freue mich schon auf die neuen Teile vom Spiel, wo das nicht mehr ganz so schwer ist. Wo man vernünftig steuern kann. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Vernünftige, fehlerfreie Steuerung. Ich freue mich schon drauf, aber hier müssen wir es jetzt noch ein bisschen durchhalten, die Steuerung.